Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildstar mit mir, Zabex. Wir befinden uns mitten zwischen den Usun, zwischen Sklaven, Toten und der Vernichtung. Und Anmeldebelohnung. What? Okay, ja, Tag 76. Ja, ich bin wirklich nicht oft online. Deswegen bin ich erst bei Tag 76, obwohl man schon viel höher hätte sein können. Eben abholen, the classics, the classic auch eben benutzen. Ja, sex, boom, sexy, geil. 200 Coupons und dort gibt's ein Schriftteilchen zum Lesen. Yay! Geschichte? Das war jetzt nur so ein Dings-Geschichte-Dings. Okay. Das Erz. Hab ich gar nicht gesagt. Habe ich wirklich nicht gesehen. Gut, dann feuern wir uns mal hier direkt weiter durch, ohne längeres Zögern. Boy, die, thank you, sexy. Sei mir bitte nicht im Weg. Das aktiviert doch bestimmt eine Herausforderung. Herausforderung? Ja, natürlich. Bei dem war ich dann doch etwas zu nah dran. 15 von denen kaputt machen in 3 Minuten. Kriegen wir das hin? Wollen wir das hinkriegen? Ja, nee. Komm mal machen. Zack, boom. Was Blaues gelootet. Das ist doch auch sexy, Ball. Ah, der ist definitiv zu nah. Die müssen wir eh platt machen. Das ist doch okay. Das ist doch völlig in Ordnung. Leute, geht bitte weg. Danke. Neues, Bürgerin. Oh, das ist ein großer. Das erklärt so einiges. Kannst du mal kurz zur Seite gehen? Danke. Ich bin überraschend in einem heftigen Kampf gelandet. Da lege ich mal so eine Heilplattform hin. Macht das dir was aus, wenn du stirbst, bitte? Aber ich krieg den tatsächlich down. Ist das nicht sexy? Also schon sehr sexy. Herausforderung beginnt. Ja, komm. Die auch noch als Herausforderung. Die Usun sind unerbitterliche Feinde. Das mach sie bitte kaputt. Dankeschön. Deine Leistung im Schlachtgraben war vorbildlich. Die ersten Berichte sind durchweg positiv. Ich werde dafür sorgen, dass du für deinen Dienst belohnt wirst. Dankeschön. Gib acht. Du bist noch nicht fertig. Nun zur nächsten Phase. Du schon wieder? Die Usun sind unerbitterliche Feinde. Das weiß ich. Ja, Margot die Unreine ist eine der Lichtlosen. Sie führt die Usun von Kel'thuzad an. Und ich erwarte von dir, dass du sie all deinen Mut zusammennimmst und dafür sorgst, dass die Hexe stirbt. Ja. Lichtlose? Die Lichtlosen sind Hexen. Die Usun sind die geistigen Führer des Dorfes dienen. Ja. Es sind mächtige und gefährliche Gegner. Okay. Nun tu, was du tun musst. Sei vorsichtig. Okay. Boom. Seht er auch als cute oder nicht? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Oh, es ist nur Silber geworden. Schade. Dadurch, dass da jetzt gerade so viel Action passiert ist. Boah, ich dezent abgelenkt worden. Herausforderung bestanden. Yay. Können uns hier eine Belohnung abholen. Runen, Kampfschild, Handwerkswaren. Schnabber schnupp. Tasche mit Handwerkswaren. Öffnen wir es. Yeah. Was so lilandes. Das ist immer gut. Immer gut zu wissen. Wir haben da nur Bronze. Das finde ich so ein bisschen schade. Der zählt echt nicht. Dude. Du zählst nicht.
Wow. All the damage. Nö, zählt überhaupt nicht. Okay. Das ist sonst nur ein bisschen Zeitverschiebung. Sind sie gedöns? Erzproben einsammeln. Achso, muss ich einfach dafür Gegner platt machen? Krieg ich jetzt hier überhaupt nichts mehr mit? Das könnte bei meinem Spiel Skill ganz gut sein. Ja, einfach Gegner. Ja, da ist noch ein großer. Dann machen wir den so fertig. Jetzt verkommen. Vereisung. Raketen. Noch mehr Erz verkommen. Ah, oh, der hat sich ein Schild aufgebaut. Voll frech. So, dann machen wir es jetzt so weg. Dann ist er doch gleich da. Nö, die machen echt nicht viel Schaden. Die haben einfach nicht viel HP. Da, 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 da. Nice. Dann ist das Bronze. Und so kriegen wir das Erz. Nicht direkt über die Tür. Sondern durch puren Zufall gerade. Den wir außerdem immer angeschossen haben. So, das war das. Hast du nach mir gesucht? Die Osen sind unerbitterliche Feinde. Ich habe die Aussagen eines Proben aus dem Schlachtblutegraben Graben erhalten. Sie befinden sich tatsächlich Spuren von Exanit in diesem Herz. Die Daten werden übermittelt. Die Dankbarkeit des Imperiums ist dir gewiss. Es werden die Daten sofort in den Administration für universelle geheimnisdienstliche Ermittlungen weitergeleitet. Saubere Arbeit. Nice. Damit können wir zur blinden Kuh die Unreine platt machen. Wie kann ich da am besten durchsmoven? Ich könnte hier hoch. Und hier lang. Yeah! Fresh! Fresh, damn! Hier oben irgendwas? Freshen wir ins Mail. Ah! Das. All in! Boys! Herausforderung bestanden! Yeah! Super nice! Gibt noch keine Punkte. What? Too high! Ah. Gehen einfach hier weiter und weiter. Ignorieren sie alle. Hier unten ist die Dame. Warte, unsichtbar. Sexy. Warte, muss jetzt sichtbar werden. Gut. Da ist Margot, die Unreine. Jetzt gleich Margot, die Supertote ist. Alles klar. Dann wollen wir mal hier. Hallo. Oh, sie sieht ganz nett aus. Ciao. Ich begrüße die Finsternis. Das ist schön für dich. Was gibt es? Unter den Usen bricht bereits Chaos aus. Margot war wohl der Dreh- und Angelpunkt, der dieses Barbaren zusammenhielt. Ist gut daran getan, sie zu töten. Dafür bekommst du jetzt eine Waffe, die scheiße ist. Tja, so ist das halt manchmal. Für den Kaiser. Die Goldene Legion dankt dir, Safina Firestar. Du wirst hier stets willkommen sein. Das Dominion ruft dich zum Dienst, Bürgerin. Sei auf alles vorbereitet. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Die Goldene Legion kann den Steinbruch nun problemlos absichern. Es gibt jedoch noch andere, die deine Fähigkeiten gebrauchen können. Speer Trikos hält sich in der Nähe und Feuer von Kel'Thoreth auf. Oh nein, sie respawnt! Lass sie nicht warten. Das ist ja voll krass. So, und jetzt müssen wir zu Trikos. Und jetzt passt doch alles wieder genau richtig. Nice. Oh, das Lied von Forest lesen. Okidoki. Das Lied von Forest.
Ehre den Forest, grüße den Usun, schmiede die Wahrheit, Schlechter der Schöpfer. Ehre den Forest, Stärke der Usun, Zerstörer der Lügen, Vernichter der Götter. Ehre den Forest, Usun der Bestimmung, die große Dunkelheit erwartet euch. Ehre von Forest, Älteste der Usun, Wut auf die Schöpfer, werdet zum Zorn. Der Rest dieser epischen Gedichte steht sich in ähnlicher Weise fort, wobei unklar ist, ob er gesprochen oder gesungen werden soll. Okay. Nice. So, das war das. Dann können wir auf unser Board. Und Christio, Flammy. Wegdüsen! Können wir hier wegflitzen? Das war das hier. Haben wir voll crazy geschafft. Bros, voll crazy. Gibt's auch sonst nichts mehr, oder? Es gibt gerne irgendwas Verstecktes. Landaufnahme? Ha! Ja, ja. Er hat euch fast vergessen. Dass das auch nicht. Dinge habe ich echt vergessen. Hab euch echt geistig verdrängt. Cool, dass mein Beruf ist, den ich hier ausgewählt habe. Landaufnahme. 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 Findet sich in der Richtung. Das tat nicht weh. Bitte? Bin ich nah dran? Och, es geht. Oh, nicht schneller werden. Nicht unerwartet schneller werden. Das ist dort oben auf dieser Spitze. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hochkommen. Ich muss mich nur noch erinnern, wie ich gut springen kann in dem Spiel. Echt? Konnte ich mal. Damals! Ich weiß, dass ich mit dem Board höher springen kann. Kann ich mit den Dingern springen? Wie bin ich nur schneller? Wieso kann ich die Dinge aufnehmen? Okay. Achso, wahrscheinlich dieses Erz. Erz, Laufgeschwindigkeit, Transportgeschwindigkeit erhöht außerdem die Sprunghöhe. Alles klar. Ah! What? Lass mich höher springen. Komm schon. Yes! Nein! Oh! Das ist doch doof. So. Nice. Jetzt platzieren. Zack, bumm, Fahne. Steht wie angegossen. Ansonsten ist alles wieder weit weg. Okay. Das war das. Musste erledigt werden. Das könnte wehtun. Ja, es geht. Kann ich jedenfalls mitleben. So. Flitzen wir davon vor den Usun-Männern. 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 Okay. Okay, jetzt sind wir wieder oben. Jetzt können wir dem anderen helfen, der, glaube ich, dringend Hilfe brauchte. Denn Safina ist wahrlich immer die, die überall super schnell zur Hilfe eilt. So selbstverständlich. What all the quests? Einmal. Oh, Schnitzeljagd ist so nah. Oh, hier ist die Schnitzeljagd. Streiter, lasst uns auf den großen Treppen neu formieren, unseren letzten großen Angriff planen. Sei bereit. Der Zeitpunkt ist gekommen. Tötet den Kriegsherold. Wir werden sterben. Macht sie diesmal nicht kaputt. Was passiert hier? What happening? What happening?
Hat jemand anders den aktiviert? Das könnte gut sein. Gut Sinn machen. Ja. Uiuiui. Ja, dann geh ich doch mal direkt an den, wo du den hin. Und hier ist überall eine große Schnitzeljagd. Das ist doch auch nett. Das ist doch super nett. Super nett. Da lang. Okay, Karte deckt, Mars. Nice Ball. Was ist hier so viel los? Da lang. Okay. Sklave. Welches Level haben die eigentlich? Oh, 22. Ist da eine Höhle? Nee, ich glaube, wir müssen den Weg hier entlang. La 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 la. Neue Errungenschaft. Überleben der Wachen. Wir haben irgendwas bekommen. Terrasse des Kriegers. Die Epigonen lächeln auf all jene herab, die dienen. Du hast meinen Dank. Und auch den der Kirche. Lol. Jemand anders hat's gemacht. Deswegen. Ah, und da nimmt jemand anders das Zeugs ab. Okay. Ich war einfach super langsam. Aber? Ich zähle als ich war dabei. Wenn es mir, glaube ich, nichts gebracht hat. Nun. Dann können wir ja wieder zurückflitzen. Ich gerade innerlich sehr verwirrt bin. Die Schnitzeljagd. Steht, glaube ich, jetzt beim nächsten Mal an. Oh, mich. Okay, alles klar. Ich bin total verwirrt. Ganz ehrlich gesagt. Wirklich super heftig. Super heftig verwirrt. Wisst ihr was? Dafür aktiviere, weil ich jetzt gerade so verwirrt war, aktiviere ich das hier noch. Die Stadt von Kelvorant ist möglicherweise das beeindruckendste Beispiel an Architektur und technischer Planung, das die OS1 jemals hervorgebracht haben. Seit ihrer Erschaffung haben sie rapide technische Fortschritte gemacht, die selbst unsere vorsichtigsten Schätzungen übertreffen. Bald schon werden sie zu einer unaufhaltsamen militärischen Macht herangereift sein. Nice. Alles klar, mit diesen Worten sage ich, war's das für die heutige Folge von Whites. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet in der nächsten Folge ein und dann werde ich vielleicht nicht so verwirrt sein oder doch, weil ich immer verwirrt bin. Alles klar. Ich bin Chavix, ich bin raus. Ciao!